Ich bin jetzt 25 Jahre und hab gerade noch Zeit. Denn ich erinnere mich immer noch, meine Kindheit war geil. Wie Peter Pan bleib ich ein Kind, erwachsen werd ich früh genug. Und wo sind meine Legenden, wo ist der alte Scooby-Doo? Wo sind die Rugrats, wo sind Bugs Bunny und Co? Die echten Zeichentrickfilme ohne 3D-Animation. Wo sind denn Bambi, Pocahontas und die Animaniacs? Inspector Gadget, Tom und Jerry sind heute alle weg, kann doch nicht sein. Ich lass mir das nicht mehr nehmen, selbst Daniel Düsentrieb in Entenhausen könnt das nicht verstehen. Was ihr da macht aus der Kindheit, für mich war Herkules der Stärkste, Aladdin der Coolste und Alice war die Fairste, Schneewittchen war die Schönste und Belle kannten die Leute. Quasimodo war allein und Kappa waren Freunde und Rafiki war sehr weise, doch ein kleinen Hauch verrückt. Ich will den lila Laune Bär und Phantasia zurück. Ich will, dass Dumbo wieder fliegt und auch Michel Vaillant. So eine Gänsehaut im Film werde ich wohl nie mehr bekommen wie bei der König der Löwen. Ich lass die Kindheit nicht enden, denn das sind keine Disney Classics, das sind Disney Legenden. Egal wie alt ich bin, ich weiß, dass meine Kinder lachen und weinen, so wie ich selbst es einmal tat. Ich weiß, ich und was für Fingertips? Ich kenn nur Artetech und Schlaukopf. Den scharlachroten Rechern von den Gummibären gab's auch noch. Ich weiß noch ganz genau, der erste Pokémon-Film. Ash wurde zu Stein, das ganze Kino war still. Damals bei Regen vor der Glotze, am Tag und bei Nacht. Heute läuft nur so eine Scheiße wie Berlin Tag und Nacht. Denn die Menschheit verblödet, was habt ihr dabei gewonnen? Detektive wie Trovato, ich kenn nur Detektiv Conan. Was ist nur los mit dem Fernsehen? Wo sind denn Tick, Trick und Track? Chip und Chap, Darkwing Duck und Goofy und Max? Ich will nur Weihnachtsmann und Coca-G, will Pinky und Brain. Ich will Duck Funny, Sailor Moon und auch die Schlümpfe wiedersehen. Ich will die Gargoyles, die Street Sharks, John Dark und Yu-Gi-Oh! Früher gab es als Bestrafung auch noch Fernsehverbot. Und ohne Dragon Ball gäbe es heute schlechtere Menschen. Denn Son Goku hat uns beigebracht, für Freunde zu kämpfen. Egal wie alt ich bin, ich weiß, dass meine Kinder lachen und weinen, so wie ich selbst es einmal tat. Ich weiß, dass meine Kinder lachen und weinen, so wie ich selbst es einmal tat. Ich weiß, ich weiß. Und ich will auch nicht behaupten, alles Neue wäre Dreck. Ich wünschte nur, die alten Sachen wären nicht weg. Denn auch Frozen und Rapunzel sind einfach nur genial. Doch dass das Dschungelbuch das auch war, ist heute ganz egal.